So, und los geht's! Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde! Ja, und heute geht's mal darum, wie ich meine Videos produziere oder wie ihr oder wie alle gute Videos produzieren könnt, die professionell aussehen, aber gar nicht so teuer waren. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß! Fangen wir auch direkt an mit der ersten Sache, und zwar der Vorbereitung. Es ist immer sehr wichtig, dass ein Dreh sehr geplant abläuft, also keine spontanen Dinge oder so, irgendwas, was man sich nicht vorher ausgedacht hat. Da helfen euch natürlich so Sachen wie einfach ein ganz normales Skript am Handy oder so. Ja, wenn man dann einen Dreh hat, ist es ganz wichtig, dass die Kamera halt gut auf einen eingestellt ist, dass die Lichtsituation gut passt. Dabei hilft natürlich sowas wie eine Softbox. Dann habe ich hier noch eine, damit das besser aussieht, damit es keine Schatten im Gesicht gibt. Und dann kann man, wenn man Lust hat, noch so ein paar Tricks anwenden, wie zum Beispiel mit einer F4.0 Blende drehen. Deswegen ist auch hier der Hintergrund so unscharf. Und wenn man dann noch ein sehr teures Objektiv hat, kann man das sehr gut verwenden für solche Videos, wie ich sie hier halt gerade mache. Beim hauptsächlichen Dreh, so wie ich ihn hier gerade mache, ist es halt ganz wichtig, dass man nicht so redet, als ob man von einem Blatt abliest. Am besten ist es auch, wenn man sich schon ein Skript macht, dass man sich dann nur so Stichpunkte aufschreibt und dann sich etwas dazu selber in Gedanken formt. Du hast ja halt so was stehen, bla bla bla. Und dann denkst du dir im Kopf dazu einen Satz aus, den du auch so denken würdest, und dann sagst du den. Wie bei einer Präsentation in der Schule halt. Nur mit mehr Zuschauern und es ist einem wichtiger, ne? Ja, da wären wir ja schon fast schon bei der Postproduktion. Nachbearbeitung. Ja, auf jeden Fall darf man die Postproduktion / Nachbearbeitung auf gar keinen Fall unterschätzen, meine Lieben. Diese ist nämlich dafür verantwortlich, wie am Ende das Video auf einen Menschen wirkt. Da muss man dann aufpassen, dass das Video nicht zu langweilig geschnitten wird, aber auch nicht, dass jetzt jeder Atemzug irgendwie weggeschnitten wird. Das hört sich ja auch scheiße an, ne? Ich zum Beispiel, ich schneide mit Magix Video Deluxe 2017. Das ist ein Schnittprogramm, mit dem man alle wichtigen Effekte eigentlich für wenig Geld machen kann. Zum Beispiel die Zooms, Schwarz-Weiß, Farbe, Slow-Mo. Ja, der Haufen, der kostet nur 35 Euro und fühlt sich an wie ein Profi-Schnittprogramm mit kostenlosen Sounds, Zooms und so weiter. Bei der Postproduktion ist nur die Kreativität wichtig. Ja, nicht irgendwie die Umstände. Ich meine, ich habe auch schon im Auto auf dem Weg in Urlaub geschnitten. Es geht halt. Es kommt nur auf dich an. Du musst nicht hier zu Hause sitzen. Du kannst auch unterwegs sein. Im Zug, hinten eingequetscht im Auto, weiß ich doch nicht, wo ihr seid, Mann. Da habe ich das scheiß Kamerastativ schon wieder mitgenommen. Meine Fresse. Ja, bei mir dauert der Schnitt immer so 1,5 bis 2 Stunden. So aufwendig sind meine Videos jetzt auch nicht, dass ich dafür 4 Stunden brauche. Hashtag Julian. So. Wenn wir jetzt unser tolles Video rausgerendert haben, dann kommt es natürlich noch auf den Upload an. Ja gut, zu einem Upload kann ich euch jetzt nicht wirklich viel sagen. Kleiner Tipp, baut unbedingt am Ende diese Option ein, dass man wo draufklicken kann. Und bearbeitet auf jeden Fall ein Thumbnail. Das kann man jetzt auch ohne Monetarisierung. Oder es muss auch nicht unbedingt so ein aufwendiges mit Photoshop sein. Es geht auch so welche, wie ich sie mit GIMP 2 mache, diesem Scheißprogramm. Dann muss man auch die ganze Scheiße wie einen passenden Clickbait-Titel wählen, eine gute Beschreibung mit allen wichtigen Informationen schreiben, eine gute Leitung haben, kleiner Tipp, die Videos immer auf geplant einrichten, dann ist es viel cooler, viel professioneller, viel spaßiger. Dann sollten wir eigentlich schon unser professionelles Video haben. Jo, das war's jetzt aber auch schon wieder mit meinem Video, wie ich meine Videos mache oder wie man selber Videos machen kann. Stimmt mal hier oben ab, was mein nächstes Video sein soll. Ich habe nämlich vor, ein Review zu drehen. Ja, stimmt mal ab und abonniert mich hier. Guckt dir hier mein letztes Video an und hier mein vorletztes. Und habt noch Spaß in deinem Leben, ne? Ich gehe jetzt zurück ins Bett, Netflix gucken, bei uns rein.